Herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Corinne und ja, das gibt heute ein Laber-Video, denn einige haben mich gefragt, was los ist, da ich öfter geschrieben habe, dass hier im Moment ein bisschen turbulente Zeit ist. Ja, bei uns ist es so, dass wir Ärger mit dem Vermieter haben. Da wir eine der wenigen Parteien sind, die noch recht wenig Miete zahlen müssen, da wir ja hier eine Miete haben, wo das Amt mitmacht und das will ja eigentlich kein Vermieter mehr wirklich, da unser Haus mittlerweile verkauft wurde, der neue Vermieter möchte uns hier raus haben, ist auch sein gutes Recht. Das Problem ist halt, findet erstmal eine neue Wohnung. Zumal bei uns geht es ja darum, dass wir hier im Kreis bleiben müssen, damit Connor seine ganzen Ergo, Logo, SPZ und machen kann, dass er weiterhin auf dieser Sprachheilschule bleiben kann und nicht noch die Schule wechseln muss. Ja, genau, deshalb müssen wir hier im Kreis bleiben und können nicht einfach in ganz Deutschland gucken, was die Sache doch ein bisschen einfacher machen würde. Ja, wir haben jetzt ein halbes Jahr, in dem müssen wir eine Wohnung finden, ob wir wollen oder nicht. Oder ob wir es schaffen oder nicht. Ja, das heißt, wir haben hier ein paar Adressen, an die wir uns wenden werden. Klar, Wohnberechtigungsschein muss geholt werden, da wir aufgestockt werden, da die Miete vom Amt übernommen wird noch. Solange bis mein Männer es geschafft hat, mit der Selbstständigkeit genug Geld zu verdienen. Ja, also zusätzlich ist ja noch Connors Genesung, wobei die sehr gut fortgeschritten ist. Also die OP, die merkt er schon fast gar nicht mehr, wenn er jetzt dann, heute ist Montag, heute stelle ich das Video auch gleich online. Also wenn er heute in der Woche wieder in die Schule geht, darf er wieder schwimmen, er darf Sport machen, er darf mit seinen Freunden rumtoben. Er kann auch schon wieder alles essen, was er auch fleißig tut. Also das ist soweit alles prima. Es hat auch insofern geholfen, er schnarcht gar nicht mehr. Also jetzt seitdem das soweit verheilt ist, er schnarcht gar nicht mehr. Er kriegt richtig gut Luft. Man merkt es auch an seiner Aussprache, die ist deutlicher geworden und er nimmt auch Wörter, die er vorher nicht benutzt hat, einfach weil er jetzt, weil es jetzt scheinbar einfacher für ihn ist. Also in der Hinsicht hat die OP einiges gebracht. Ja, aber er hat halt weiterhin Logo, Ergo. Ja. Also da ist noch einiges an Stress, was sowieso Alltagsstress ist. Dann hat er zu Hause, er braucht seinen geregelten Tagesablauf. Wenn da was reinkrätscht, dann hat er so seine Problemchen damit. Deshalb, ja, gucken wir halt auch, dass wir so viel wie möglich mit ihm machen, dass wir ihm so viel wie möglich helfen, unterstützen. Und. Das heißt, unser Tag dreht sich hauptsächlich darum, im Moment, wie kriegen wir schnellstmöglichst eine neue Wohnung, die bezahlbar ist, wo das Amt sagt, die bezahlen wir, so dass wir hier in unserem Kreis bleiben können. Ja. Unser Kreis ist der Kreis Groß-Gerau, das heißt, vor uns kommen im Moment drei Städte, weil die gute Bus- und Bahnverbindungen haben, da wir uns ja auch kein Auto leisten im Moment. Denn wir sind der Meinung, es ist sinnvoller, das Geld in gesündere Ernährung zu stecken, als ein Auto zu bezahlen. Genau, kommen für uns drei Städte in Frage. Das ist Groß-Gerau, das ist Rüsselsheim und das ist Rauenheim. Ja, aber
In den Städten im Moment, wenn wir gucken, ist es immer zu teuer. Also keiner will Menschen haben, wo eigentlich regelmäßig die Miete reinkommt, weil das Amt die bezahlt. Früher war das mal anders, da hieß es, ja, da kommt wenigstens die Miete regelmäßig rein. Gut, soll mir, ich kann es nicht ändern. Ich würde gerne, uns würde es freuen, wenn die Selbstständigkeit mehr Geld abwerfen würde und wir die Miete selber zahlen könnten und es uns dementsprechend dann, sag ich mal, egal wäre. Aber so ist es halt noch nicht. Wir arbeiten dran, aber es ist halt noch nicht so. Und deswegen stresst das zusätzlich, weil uns das eigentlich gar nicht gefällt, vom Amt abhängig zu sein. Ja, manchmal kommt man in die Situation, muss das Beste draus machen und wir versuchen das. Genau. Was die Flexibilität betrifft, wir hatten 2 Jahre auf die Termine beim SPZ gewartet, um genau herauszufinden, was hat Connor, wie können wir ihm helfen. Und jetzt haben wir endlich die Termine. Heute hat er wieder einen, wo dann besprochen wird, welche Tests noch gemacht werden müssen, bis wir dann vom SPZ wieder befreit sind. Weil da wird ja jetzt wirklich einfach hauptsächlich geguckt, was hat er und wie kann man ihm helfen. Ja. Logopädie hat er sowieso wegen der Sprache, aber auch da haben wir. Ja, warten wir im Moment, weil die Logo, wo er war, hatte, ja, da sind 3 Leute weggegangen. Dementsprechend muss er aussetzen und wartet jetzt auf den nächsten Therapeuten. Er ist auch noch in diversen anderen Logopädien angemeldet, also auf der Warteliste. Aber überall sagt man uns, rechnen Sie mit einem Dreiviertel bis 2 Jahren Wartezeit. Bei der Ergo war es nicht anders da. Er hatte das Pech, dass seine Betreuerin bei der Ergotherapie aus Krankheitsgründen ihren Job nicht mehr machen durfte. Und da die Ergotherapie, die Therapeutin kam in die Schule, das heißt, er hat nachmittags nicht hingemusst, sondern er hatte das in der Schulzeit, er hat, während die anderen Sport hatten oder ja, Musik ist er dann in die Ergotherapie gegangen. Ja, das hat vor 2 Jahren ist die weggegangen und seitdem warten wir. Jetzt haben wir endlich die Nachricht, dass er nach den Osterferien wieder in die Ergotherapie gehen kann. Ja, und das will ich halt nicht, dass er das verliert, weil dann heißt es wieder in einer anderen Stadt, wir müssen 45, so. 45 Minuten, genau. Ein Dreivierteljahr bis 2 Jahre Wartezeit einrechnen, weil das Problem ist, es gibt viel zu wenig Ergotherapeuten und Logopädie. Genau. Das ist halt so das Hauptproblem, weswegen wir nicht weg können. Ansonsten wäre es uns egal, würden wir auch hochziehen an die Küste. Oder wieder nach Heidelberg zurück, wo meine Familie ist. Aber das ist halt, wie gesagt, mit viel zu viel Komplikationen verbunden. So sieht es bei uns momentan aus. Stress pur. Und dann hat Connor im Sommer ja noch eine weitere OP. Denn Connor hat Vorhautverengung. Das heißt, die wird entfernt. Und das müssen wir jetzt machen, bevor er ins Teenageralter kommt, also bevor er in die Pubertät kommt. Sonst ist das Ganze ja noch unangenehmer. Das heißt, die Sommerferien sind für ihn auch wieder quasi für den Arsch. Aber besser jetzt als später. Genau. So sieht es im Moment bei uns aus. Und ja. Ich habe jetzt einfach vor lauter, weiß nicht, ob ihr das kennt, vor lauter Stress. Ich räume dann immer die Wohnung auf. Ich räume auf, ich putze, ich entrümpel, ich mache, ich tue. Heißt, ich habe
die letzten Tage mich im Prinzip kaputt geschafft, damit ich nachts durchschlafen kann. Und ja, es hat einigermaßen funktioniert. Ich habe 2, 3 Nächte jetzt mal wieder durchgeschlafen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich trotzdem ziemlich am Arsch bin. Ich werde weiterhin für euch Videos machen. Ich werde, wenn ihr das möchtet, euch immer mal wieder ein kleines Update geben, wie es aussieht. Aber ja. Einfach damit ihr euch nicht wundert, wenn hier mal wieder die Videos nicht ganz so fröhlich rüberkommen, wie sie das vielleicht sollten. Es ist einfach hier Stress pur. Ich will hier kein Mitleid oder irgendwas. Das ist einfach das Leben, das kommt so und es passieren immer irgendwelche Sachen, die man nicht vorhersieht. Es passiert immer was. Ja, also das alles gut. Mitleid ist das Letzte, was wir brauchen. Ich wollte einfach nur die Fragen allgemein beantworten, weil bis ich jetzt jedem geschrieben habe, also seid mir nicht böse, wenn ich das hier als Video jetzt mache. Es ist einfach einfacher für mich, als diese vielen, vielen Nachrichten zu beantworten, denn wenn ich sie zusammennehme, sei es jetzt WhatsApp, sei es über Instagram, Facebook Messenger, Telegram und, es waren bestimmt um die 200 Nachrichten. Und ja, es ist super lieb von euch. Genau. Also auch einen ganz, ganz lieben Dank an die, die einfach merken, wenn es einem nicht so gut geht. Das habe ich bei der Irene schon gesehen. Die hat auch so eine richtig tolle Community, denen nichts entgeht. Und ja, ich darf mich einfach glücklich schätzen, auch so eine richtig tolle Community zu haben. Und ja, es macht mich baff, es macht mich sprachlos. Ihr seid einfach die Besten. Ganz, ganz, ganz lieb Dank für eure vielen Nachrichten und ich hoffe, ich habe eure Fragen hiermit beantworten können. Ja, wenn nicht, ihr wisst, ihr könnt unten in, ja, könnt ihr Fragen einfach reinschreiben, dann machen wir demnächst noch mal so ein Video, wo ich die Fragen dann auch beantworte. Ja, genau. Ich wünsche euch was und soweit ich weiß, sehen wir uns morgen wieder zu einem ganz tollen Rezeptvideo. Genau, und ich guck mal, da ich heute den Tag ein bisschen langsamer angehen lassen muss, weil ich die letzten Tage einfach viel zu viel gemacht habe. Ich habe wirklich fast die komplette Wohnung entrümpelt, sind nur noch ein paar Ecken. Wie zum Beispiel da mein Tisch, mein Chaos-Tisch, den ich noch machen muss. Und meine Bastelecke. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man die Wohnung aufräumt und entrümpelt, ist es auch wie, als wird das Gehirn ein bisschen freier werden und das hilft unheimlich beim Nachdenken. Von daher mache ich das dann immer. Ich habe dann aber auch diesen Arbeitsdrang. Genau, also von daher, ich werde euch weiterhin Videos produzieren, einfach weil mich das auch ein bisschen ablenkt von dem ganzen Stress und Chaos. Was auch immer mal wieder sein muss, denn wenn man nur drüber nachdenkt, dann dreht man irgendwann durch. Und deshalb mache ich das auch gerne für euch. Und ich freue mich auch auf die tolle Kommunikation mit euch weiterhin. Es macht mir einfach tierisch Spaß, YouTube-Videos für euch zu drehen. Ja. Nur seht mir es bitte nach, wenn ich im Moment nicht so fröhlich rüberkomme, wie das sein sollte. Genau. Ja, jetzt habe ich euch schon wieder eine Viertelstunde vollgequatscht. Wollte ich eigentlich gar nicht so lang. Ja,
Ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem Rezeptvideo und ich gucke mal, dass ich euch noch ein aufgebraucht Video abdrehe. Hab hier so ein paar Tüten rum, was heißt paar, zwei Tüten rumstehen mit Sachen, die wir in letzter Zeit aufgebraucht haben. Auch eine Sache, die ich durch das Entrümpeln mache, im Moment alles Mögliche aufzubrauchen. Im Bad haben wir es mittlerweile so weit geschafft, dass wir nur noch das Duschgel haben, was wir brauchen, plus ein, maximal zwei Backups. Ansonsten ist das Bad soweit fertig, auch wie gesagt, auch aufgebraucht. Ich habe jetzt noch ein paar Deos, aber das wird noch ewig dauern, bis ich die aufgebraucht habe. Genau, man muss es auch nicht erzwingen, also ich muss es jetzt nicht wegschmeißen, weil die Deos sind toll, die mag ich, von daher passt das. So, jetzt aber wirklich. Tschüssi, eure Cori. Wir sehen uns im nächsten Video. Wünsche euch was.